Hexenkessel neben den Maischekesseln. Das fünfte Ganter Open Air lockte am Wochenende mit bestem Wetter und prächtiger Stimmung die Freiburger Musikfans in den Innenhof der Traditionsbrauerei. Runrig und Supertramp hatten sich angekündigt und die schottischen Folkrocker von Runrig brachten ihre Zuhörer gleich am ersten Abend mächtig in Wallung. Beim Open Air ist bei Ganter die ganze Familie im Einsatz, um die vielen geladenen Gäste zu bewirten. Für das Unternehmen ist die Veranstaltung eine Herzensangelegenheit und natürlich ein wichtiger Termin im Marketingkalender. Durch die Umbauarbeiten können wir natürlich keinen Tag der offenen Tür machen, aber was wir auf jeden Fall machen wollten, ist unser Open Air, unser fünftes Open Air. Und wir freuen uns sehr, dass wir Runrig und vor allem auch Supertramp bei uns zu Gast haben. Und wir nehmen das eigentlich auch als Anlass, unseren Freunden und vor allen Dingen unseren Kunden, die ja für uns das Wichtigste sind, dass wir denen unser Kleinod hier zeigen. Denn viele fahren in der Schwarzwaldstraße an uns vorbei und kennen das Gelände gar nicht und kennen uns eigentlich gar nicht. Und das wollten wir durch dieses Open Air aufbrechen und sagen, kommt zu uns, willkommen bei uns in der Brauerei. Eine Einladung, der tausende Besucher gerne Folge leisteten. Beste Stimmung im Innenhof wie auch im VIP-Bereich. Eigentlich schade, dass das Open-Air-Konzert unterhalb des Schlossbergs so schnell wieder vorbei war.